Ja, guckt mal. Ich hab den Johnny im Kopf. Da steht er. Und der nervt mich jetzt schon, obwohl ich ihn erst 10 Sekunden gefühlt kennengelernt habe. Ihr habt ein bisschen länger warten müssen, aber naja, ich stehe hier seit 10 Sekunden und ich finde den so penetrant. Guckt euch das mal an, dieses arrogante... Ne. Okay, wir müssen mit ihm leben, wir haben ihn im Kopf. Er ist auf dem Splitter. Was ist jetzt meine Aufgabe? Sprich mit der fremden Person. Verlasse das Apartment. Kann ich auch einfach das Apartment... Ich kann ihn auch ignorieren, oder? Ja! Mann! Was zum... Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Kannst du mir doch nicht so... Fuck! Erschrecken, seit wann gibt's denn in Cyberpunk Jumpscares? Fuck! Hat das jetzt gerallt? Dass er nur eine Illusion ist? Chip. Ich reiß ihn selbst raus! Nein, warte! Er ist ein Hologramm. Wie soll er sich den rausreißen? Noch nicht mal ein Hologramm. Okay. Bin ich wieder da? Ich werde die Kontrolle haben. Aua. Ich finde einen Weg. Johnny, das ist mein Kopf. Hörst du? Was für ein angenehmer Zeitgenosse. Und da ist er wieder. Medizin nehmen. Komm, hier, nimm. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch. Wirf das Zeug ein. Nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los. Wieso? Dann bist du auch tot. Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost. Zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Wo ist er hin? Da. Ach so, ich kann mich bewegen. Okay, auf, los zu den... Ich werde dich umbringen. Raus aus meinem Kopf. Lass mich in Ruhe. Na los, verpiss dich einfach. Ja, damit. Kopf. Gib keinen anderen Weg. Hörst du Arschloch? Schieß dir ins Hirn, verdammt. Nein, ich will jetzt eine Pille. Gib her. Und tschüss. Weg mit dir. Oh, verdammt. Ich fand den damals schon penetrant. Ich hoffe, die Pillen unterdrücken ihn lang genug. So, wo sitz ich? In der Dusche? Es sieht so aus. Was hab ich denn für Knie? Guckt euch mal mein linkes Knie an. Sieht nicht gut aus. Mit rechter auch nicht. Akt 2. So, okay, aufstehen. Haben wir geschafft. Playing for time. Nimm dir Munition, optional. Nimm dein Inventar, zieh dir etwas an, optional. Nee, ich sollte mir vielleicht auch etwas anfinden. Finde etwas zu essen, optional. Checke deine E-Mails, optional. Das ist eigentlich alles optional. Okay, wir gucken erstmal hier, was wir hier haben. Wir haben einen Levelaufstieg. 3 verfügbare Punkte jetzt schon. Aber wir haben keine Punkte, wo wir sie reinsetzen. Also, das gucken wir uns als erstes. Als erstes ziehen wir uns mal an. Komm. Ja, wir sollten uns definitiv etwas anziehen. Aber immerhin bin ich bewaffnet. Das ist eher das Allerwichtigste, ne? So, warte mal. 12, 12, 4, 8. Also entweder das Ding. Was haben wir denn da? Verringerung von anhaltendem Schaden. Also das heißt von Dots, ne? Negative Effektor. Mein Gemächt irritiert mich irgendwie. Das habe ich die ganze Zeit im linken Augenwinkel. Aber mein Gott. Verringerung von Nahkampfschaden. Negative Effektdauer. Ich bin mir nicht sicher, was davon gut ist. Nehmen wir mal das hier. Das sieht ein bisschen besser aus. Du siehst so toll aus, Johnny. Ich bin ja gar nicht Johnny. Siehst du, ich habe schon Identitätskrisen. Es fängt schon an.
Ein freier Kleidung verringert den Schaden durch Explosionen. Ist immer gut hier. So, ich bin Mr. Süden mit der Brille. Siehst du doch nichts. Kannst du dir mal was anziehen? Das sieht so schlimm aus. 33. Ja, was nehmen wir denn da? 33 ist Panzerung. Explosionsschadensverringerung, Verringerung von Schaden beim Blocken. Freier Kleidungsslot. Komm, nehmen wir das Ding hier. Sieht am besten aus. Zieh dir was an. Ein T-Shirt. Ja, irgendeins. So. Es sieht immer noch nicht besser aus. Also, südlich des Äquators sieht es immer noch nicht besser aus. So. 19. Hier, eine schöne Hose. Gute Güte, danke. So. Was haben wir da noch? Was ist das? Bandagen? Nee. Zieh die wieder aus. Ich sagte, zieh die wieder aus. Kann die wieder ausziehen, bitte? Ich will nicht wie eine Bandage rumlaufen. Ich will die ablegen. Kann die nicht ablegen. Vergleich aus, zurück. Man kann die Bandage nicht ablegen, weil man die Bandage nicht... Jetzt ist das... Warum kann ich die Bandage nicht ablegen? Nee, ich kann sie nicht ablegen. Das ist ablegen, da. Mittleres Mausrad. Warum denn mittleres Mausrad? So, hätten wir an. Wir haben ja noch ein paar freie Kleidungsmod-Slots hier, zum Beispiel da. Da könnten wir hier reingehen und sagen, ach, wir haben gar keine Mods. Okay, vergiss es. Das heißt, wir können da nichts anlegen. Gut. Waffen. Lass mal kurz gucken. Wir bräuchten mal eine ordentliche Pumpgun vielleicht hier. So, zack. Da lassen wir mal die. Die ist genauso gut wie alle. Und da nehmen wir mal tunlichst bitte unser Katana Lee. So. Weil wir sind ja ein Nahkämpfer. So. Und schon sehen wir wieder besser aus. So. Optional. Nimm dir Munition. Wo mache ich das? Hier? Nee. In meiner Waffenkammer natürlich. Lager öffnen. Kann man hier Lager? Kann man hier Munition aufnehmen? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine Musik? Ist ja furchtbar. Ja, Munition. So, Munition habe ich auch optional gemacht. Weiß nicht, ob es da extra Punkte für gibt. Finde etwas zu essen. Warte mal, was haben wir denn hier für Knarren? Gar keine. Was höre ich für eine Musik? Checke deine E-Mails. Machen wir auch. Ins Bett gehe ich nicht nochmal. Waren wir lange genug drinne? So, eine Nachricht habe ich von überfällige Miete, Verwaltung. Sehr geehrte Damen und Herren, laut unseren Unterlagen haben wir von Ihnen diesen Monat noch nicht die Miete für Zahlungsverzögerung und Zwangsräumung zur Folge haben. Ist nicht so wild. Wer ist bitte? Hakimura hier. Ah! Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollten wir reden wollen? Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ja, aber warum? Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Okay, ich verstehe immer noch nicht, warum er mir hilft. Weil er ist ja eigentlich der Leibwächter hier von Sohnemann. Und, Verwaltung des Gebäudes. Und eigentlich müsste er mich umbringen wollen, dass ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Sie wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Danke. So, triff dich mit Takemura. Ja, warum will der uns helfen? Wir wissen es nicht. So, ich gehe erstmal verkaufen. Ich müsste ja immer noch meine Kohle haben, ne? Ja, knapp 22.000, das ist ja schon mal ganz gut. So, wir verkaufen mal hier, die goldenen Waffen verkaufen wir nicht und das Ding verkaufen wir, komm, das Ding können wir verkaufen. So, alles andere, Nahkampfwaffen verkaufen wir auch nicht. Hier die komischen Klamotten können wir verkaufen. Eigentlich müsste ich sie ja mal zerlegen, ne? Weil Geld haben wir eigentlich genug. Komm, wir zerlegen das lieber. Inventar, warte mal, wie ging das mit dem Zerlegen? Da muss ich mal gucken. Da haben wir nichts zum Zerlegen, aber ich glaube, hier haben wir was zum Zerlegen. Wie zerlegt man das? Z halten für Zerlegen. Was ist das für eine blöde...
So, und dafür kriege ich nämlich Items, wie ihr rechts seht, außergewöhnliche Item-Komponenten, ne? Da haben wir auch was, das können wir auch zerlegen. Oh, warte mal, was habe ich denn da Neues gekriegt? Sonnenbrille erhöht die Panzerung, die ist natürlich wesentlich cooler. Außerdem sieht sie besser aus. So, dann kann man nämlich vielleicht selber Sachen herstellen. So, wollen wir hier was von zerlegen? Ja, im Prinzip können wir beides zerlegen. So. Und haben wir hier noch was? Nein, haben wir da noch was? Ne, hatten wir ja gerade geguckt. Hose. Den Rock, den brauchen wir nicht unbedingt. Und die Stiefel, da haben wir auch keine neuen. Den blöden Bandagen, die können wir mal zerlegen. So, damit wir sie nicht nochmal anziehen. So, jetzt sehe ich mal wesentlich besser aus, oder? Aber den, jetzt haben wir trotzdem noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Und zwar, das nicht, das nicht, das nicht. Was ist das? Das behalten wir mal. Dieses Buff-Food habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Maximale Gesundheit und deine Gesundheitsregeneration. Ich meine, sowas müsste man eigentlich mal aufheben, ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, ich wollte das nicht kaufen, verkaufen. Das behalten wir mal, das Buff-Food und die Granaten behalten wir natürlich auch. Und das behalten wir natürlich auch. Warte mal, was ist denn das? Was für ein Ding? So. Jetzt sollen wir uns mit dem guten, was macht ihr da? Kann ich helfen? Was jetzt? Keine Ahnung. Geh weg da, Kind. Hier machen wir falsch. Jetzt habe ich ja zwei... Ich glaube, ich will dich gar nicht finden. Was los? Warum sind alle hinter mir her? Keine Ahnung, was da los ist. Barry! Barry, wir wissen, dass du da drin bist. Wir wollen dir helfen. Wer ist Barry? Was für eine Schwanzlöcher! Ihr habt keinen Durchsuchungsbefehl! Lass doch den armen Barry in Ruhe! Mach jetzt auf! Er kann doch auch nichts dafür. Wir sind als Kollegen. Haben eine Weile nichts von dir gehört. Oh, Barry ist ein Bulle. Wir machen uns Sorgen. Danke. Und jetzt lass mich alleine. Super, Mendes. Du bist echt ein Arsch. Ich bin hier der böse Cop. Er ist es doch, der sich einbunkert und nach Aufmerksamkeit kreist. Setz dich mal in seine Lage. Wir haben einen Freund verloren. Hat er immer die geschossen? Nein. Kann man mit denen quatschen? Mir war so, als konnte man mit denen quatschen. Ah, man kann. Was ist hier los? Wieder jemand durchgeknallt? Wieder mal jemand im Gebäude durchgeknallt? Das ist eine Privatangelegenheit. Also verzieh dich. Warte, das heißt, vielleicht kennt er Barry. Genau, ich kenne Barry. Kann ich irgendetwas tun? Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Klar. Sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich sehe mal, was ich tun kann. Okay. Barry. Barry. Hey, Barry. Alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Okay. Barry will im Moment nicht. Oh Gott. Ich habe welche beinahe runtergesegelt. Gut, mit Barry reden wir später nochmal. Mir war da nämlich so, als könnte man da auch so eine kleine Questreihe starten. Ich will ja möglichst viele Questreihen mitnehmen. Jetzt müssen wir erstmal uns mit Takemura treffen und fragen, warum der uns überhaupt hilft. So. War ich hier überhaupt richtig? Ich glaube ja. Muss man auch überlegen, wo ich die Punkte reinsetze, aber dafür, damit ich die Punkte in bessere Sachen reinsetzen kann, muss ich erstmal besser überhaupt in den Skills werden. Das heißt, ich muss mal eine Weile, ich meine, Schleichangriffe machen wir ja dauernd, aber ich muss mehr mit Klingen kämpfen, damit ich überhaupt, damit ich da besser werde. Wo fahre ich jetzt überhaupt gerade hin?
Hort hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu Wo denn? Da. So, dann gehen wir erstmal zu Takemura. Was gibt's denn hier, mein Freund? Mein Einarmiger? Nee, mein Keinarmiger. So, 150 Meter können wir zu Fuß laufen, oder? Ja. So, Takemura, warte mal. Wo soll man denn lang gehen? Hier lang. Sag mal, wer fährt hier eigentlich wie der letzte Mensch? Mein Lieblingssöldner. Ich habe Regina Jones. Oh, warte mal, was hat sie denn? Neue Mission. Galena G2 irgendwas. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Journal. Galena, was ist denn das? Mein Lieblingssöldner. Ich habe einen Galena. Was ist das? Ach, ein Auto. Hat noch nicht viele Kilometer auf dem Buckel. Vorige Besitzer hatte panische Angst davor, aus dem Haus zu gehen und von ihnen erschossen zu werden. Also stand der arme Wagen 10 Jahre, der sieht nicht toll aus. Lang nicht in der Gage, aber man kann dem Schicksal nicht entkommen, nicht wahr? Eines Tages flog ein Querschläger durch das Fenster und traf den Besitzer. Die Moral von der Geschichte ist, dass man sein verficktes Leben einfach leben muss. Also sei kein Geizhals, pack deinen Kreditchip aus und schnapp dir diesen Wagen. Was kostet denn der Spaß? Der sieht ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt sieht der total scheiße aus. Kann ich das, darf ich das sagen? Warum sollte ich den kaufen? Bedrohung sehr niedrig, na kein Wunder, ich gehe auch nur ein Auto kaufen. Was haben wir noch für Nebenmissionen? Heroes. Liest die Nachrichten von Mama Wells. Wiederhole meine Fehler, verabschiede ich von den Leuten, die da wichtig sind. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Das muss irgendwas Neues sein. Happy Together. Versuche ein paar Stunden mit Barry zu sprechen. Okay. Das Neue. Human Nature. Hol dein Fahrzeug aus der Garage. Können wir auch mal... Eigentlich können wir das mal machen, ne? Psychokiller. Finde und neutralisiere Cyberpsychos. 4 von 17 haben wir schon. Das machen wir nebenbei. Das ist die Schlägerei. Den machen wir noch nicht. Auftrag. Hol dir deine Belohnung bei Wakako ab. Jedes Mal, wenn Wakako im Bangen... Wofür denn eine Belohnung? Für den Sandra Dorset Job versprochen. Wer war nochmal Sandra Dorset? Ach, das war die, die wir am Anfang gerettet haben. Okay. Wusste gar nicht, dass ich da eine Belohnung kriege. Also wir haben, dann fangen wir doch mal damit an, dass wir erstmal unsere... Was ist nun los? Ein Fixer hat hier gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer ein Angebot schickt, scheint eine neue Markierung auf der Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, gibt es dich zum angegebenen Ort. Und... Bestätige den Kauf, okay. Pass auf, dann machen wir als erstes Folgendes. Wir arbeiten mal die ganzen Billig-Quests ab, hier. Zum Beispiel holen wir uns mal unser Fahrzeug aus dem Dings hier. Wie kann man das verfolgen? Mission verfolgen, so. Ich geh mal kurz mein Auto holen, ja. Platz da, der Fleck kommt. Ist da meine Garage? Hol dir ein Fahrzeug aus der Garage, okay. Was ist das für ein wohlgeformter junger Mann? Wo ist mein Auto? Bist du mein Auto? Nein, du bist nicht mein Auto. Ach, das ist mein Auto. Das kenne ich doch. Das ist doch mein normales, stinknormales. Hallo? Johnny, hast du das auch mal gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Was war das? Aus dem beschädigten Auto steigen. Wie, ist es jetzt schon wieder kaputt? Toll. Steig aus dem, habe ich gemacht. Lies die Nachricht von Delamain. Delamain hat mir eine Nachricht geschickt. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall Nummer bla. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Oh, das ist schon nett. Okay, machen wir. Nachrichten öffnen. Kann ich das irgendwie, warte mal, Regina Jones? Kann ich da irgendwie antworten? Nee, die hat mir nur dieses Ding zum Kauf geboten. Okay, Delamain sagt, bitte komm nochmal vorbei hier. Ja, ist überhaupt kein Ding. Dann kriegen wir nämlich...
Achso, lieber Matt, ich möchte Sie darüber informieren, dass Mr. Wells sterbliche Überreste in Übereinstimmung mit der Anweisung in Victor Wells Klinik gebracht sind. Okay, und Mama Wells hat mir Nachrichten geschickt, die soll ich ja auch lesen. Wie, wir müssen reden, bitte geh ran. Ich habe etwas gefunden, was Jackie gehört. Ich glaube, es hätte gewollt, dass du das bekommst. Es wartet auf dein, vor deinem Apartment auf dich. Okay. Moment. Tune up. Begib dich zum Delamain Hauptquartier. Mama später. Hol das Paket von Mama Wells ab. Wenn das von meinem Apartment ist, dann mache ich das mal ganz kurz. Weil wir sind ja hier quasi bei meinem Apartment. Kannst du mal bitte kommen? Der hat mein Auto kaputt gefahren. Frechheit. Der ist in den Boden versackt. Habt ihr gesehen? Das war definitiv... definitiv ein Fehler. So, ich will zu den Apartments, bitte. Mama Wells an. Ach, wir rufen sie natürlich erstmal an und sagen Danke, ne? Aber das mache ich erst, wenn ich hier aus dem Kabuff raus bin. Was sind denn das für Freaks? Wir wissen das nicht. Sind wir schon da? Nein, da sind wir. Okay. Vor meinem Apartment. Komm, wir rufen erstmal. Das ist nicht vor meinem Apartment. Mein Apartment ist doch, das ist mein Apartment. Komm, wir rufen erstmal Mama Wells an. Mama Wells, da. Das Bartmus-Kollektiv hat auch noch was mit mir. Ah, egal, erstmal Mama Wells. Die Mama von Jackie. Du hast dich lange nicht gemeldet. Dein Jackie ist tot. Ich wollte ja anrufen, Mama Wells, aber du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Ja. Wie wieder? Einen Johnny. Was ist denn los? Ich wollte hören, wie es dir geht. Ich wollte nur erklären, warum ich... Du weißt schon. Schon okay. Das musst du nicht. Ich weiß, wie es ist. Ich war bei Jackie, als er... Wie? Hör zu. Mein Sohn hat diesen Weg gewählt. Er kannte die Risiken. Hätte er gerettet werden können, hättest du's getan. Das weiß ich. Ich nehme an, du machst immer noch dasselbe. Wie vorher. Versprich mir, dass du da draußen auf dich aufpasst, ja? Möge er dich beschützen, Micho. Micho? Was heißt Micho? Okay, Mama Wells ist verständlicherweise in Trauer um ihren Jackie und hat mir dafür Schlüssel für Jackies Motorrad. Okay. Cool. Okay, warte mal. Wo kriege ich jetzt Jackies Motorrad? Heroes, Mission abgeschlossen. Macht Platz da. Ich nehme mal an, ich kann Jackies Motorrad jetzt ganz normal über das Fahrzeugrad rufen. Bin mir nicht sicher. Wir werden es ausprobieren. So, das war die Geschichte. Triff dich mit Takemura. Das machen wir gleich. Hauptmission, Nebenmission. Tune up, begib dich zum, das ist das Delamain Hauptquartier, Happy Together, versuche in ein paar Stunden mit Barry zu sprechen, dann machen wir später. Beschäftige dich andersweitig, bis das Auto repariert ist. Aha, okay, ja. Psychokiller, Beat on the Tune, der Auftrag. Okay. Die Mission abholen wäre natürlich auch noch nicht schlecht, ne? Wo ist denn die gute Dame? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Meine Güte, ist das ein Weg. Aber ich gehe noch zu Takemura, keine Sorge, aber ich möchte mich erstmal hier ein bisschen wieder akklimatisieren nach dem ganzen Geaction in der letzten Folge, muss man ja sagen. Wer lädt denn hier gerade? Der sieht nicht so gut aus, der sieht nicht so gut aus. Im Auge behalten, Fleck im Auge behalten. Da flog eine Zeitung vorbei. So, habe ich jetzt Jackies Motorrad oder wo ist das Ding? Achso, ein bisschen näher ran, okay. Ich glaube, ich habe jetzt Jackies Motorrad. Bin mir nicht sicher. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht
werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Nanniten zu entwickeln, die durch eine Injektion ins Rückenmark konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes ermöglichen. Die Kosten dieser modernen Behandlungstherapie werden mit um die 700.000 Euro Dollar pro Monat beziffert. 700.000 pro Monat, na das ist ja billig, das kriege ich ja locker hin. Warum kann ich nicht rennen? Ich weiß es nicht, manchmal kann man nicht rennen. Das scheint so ein kleines Bug im Spiel zu sein. Wer läuft hier vorbei? Interessantes Cappy. So, warte mal, habe ich jetzt das Motorrad? Tatsächlich, ich habe Arsch, okay. Her damit, großer Ding. Da ist es, guck mal, ein selbstfahrendes Motorrad, wie geil. Ah, sehe ich genial aus. Wer ruft mich denn jetzt an? Nein, der schon wieder. Chumba, hast du dich vielleicht verwählt? Das letzte Mal habe ich deine Visage unter meiner Faust gesehen. Ach, du weißt schon, sauer Regen von gestern und so. Wichtiger ist dieser super Job. Leicht verdientes Geld. Komm ins Coyote und ich erzähl dir alles. Die erste Runde geht auf mich. Klingt das gut? Klingt super. So, wo muss ich hin? Da lang. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Belohnung ab hier. Platz da, links, rechts, oben und halt, wir müssen. Da lang. Jo, genau da. Hoppala. Entschuldigung. Hoppala. Okay. Bis gleich. Super. Hab immer gesagt, dass du clever bist. Du sagst viel, Kirk. Viel Bullshit. Nee, diesmal nicht. Diesmal ist alles so, wie es sein sollte. Ja, das Ding fährt furchtbar. Also, wir sehen uns. Okay, Kirk hat einen weiteren Auftrag für uns. Was war denn der erste Auftrag, den wir für Kirk gemacht haben? Das war ganz am Anfang, oder? Halt, wir müssen irgendwie links runter. Jetzt der nächste, sag mal. Lang ist's her. Ja, ich komme ja schon. Kader, die Herren von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleiten. Ich bin unterwegs. Dorset, du hast das sehr gut gemacht. Ja, ich weiß. Du und auch dein Freund. Der ist tot. Ich nehme seine Belohnung gleich mit. Wie der letzte Mensch fährt da. Wie der letzte Mensch. Bike hier richtig, ja. Aber warte mal, Ist da ein Überfall? Da. Wollen wir den. Warte mal, pass auf. Ich mach mal kurz hier speichern. Wir wollen ja ein bisschen Action auch haben. Moment. Speichern, habe ich gesagt. Warum geht das nicht? Ach, da ist ja noch eine. Warte mal. Also da ist einer. Da ist eine. Wie viel haben wir denn von euch? Da ist einer. Ganz locker. Ich habe euch alle unter Kontrolle. Das sind mir zu viele. Ich fahre erstmal. Ich hole mir erstmal die Belohnung ab. Ja, weitermachen. Schlag zusammen, wenn wir es verdient haben. So, warte mal, jetzt irgendwie hier. Ich glaube, hier muss hier absteigen. So, Sandra Dorset. Das war ganz am Anfang der Auftrag. Was kann man denn da machen? Guck mal, da kann man küssen. 25 Meter kann man küssen. Was gibt's hier? Hier gibt's was zu essen. Hm. Muss da irgendwo drin sein. Hier? Fragezeichen. Sandra! Du machst mir keinen Ärger, ne, wenn ich jetzt hier durchgehe. Sieh einer an. Wenn das nicht wie ist in meinem bescheidenen Domizil. Bakako, endlich trifft man sich mal. Also, warum bist du hier? Ich soll meine Belohnung abrufen. Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine neuen Söhne leben. Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen.
Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorset? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Ja. Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Level up. Such dir einen Ripper-Toll. Der macht dir einen Dermal-Abdruck für die Smart Gun-Kompatibilität. Was macht dir mehr? Eine Spezialität der Tiger Claws. Cassius Riders Klinik. Okay, okay, okay. Krieg irgendwas gratis beim Ripper-Doc. Alles klar, das ist ja schon mal gut. Und das ist 1,8 Kilometer. Danke, Sandra. Ich gehe dann mal, ja? War ja interessant. So, was kann man hier so alles machen? Was ist denn hier? 10 Meter? Was kann man denn hier? Bist du eine Prostituierte? Du sagtest doch gerade... Hey, hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Denn hier bin ich, Baby. Aha. Klar, warum nicht? Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. Sonst kriege ich hier gleich Zensierungen von YouTube. Da haut's mir gleich die Sprache. Ohne Ende. So, also hier, Prostituierte. Da ist die nächste Prostituierte. Überall Prostituierte hier. Wofür ist das da? Nutz deine Fantasie. Ach, guck mal, Sexspielzeug. Ich ja. Aber ich habe trotzdem keinen Schimmer. Alles klar? Das hilft auf jeden Fall. Alles klar? Hast du was gefunden? Ja, sucht euch das genau aus. Womit kann ich dienen? Ich suche den Größten. Wo ist der Größte? Ach, guck mal, hier kann man sich auch... Aha, ich hätte gern so ein Implantat. Nein, nein, das hätte ich nicht. Meine Güte, das ist sofort alles zensiert hier. Und was ist das für eine Größe, bitte? Hallo? Und das tut doch weh. Und... Nein. Umschnall-Bubis. Was verkaufst du so? Nein, ich... Das ist eindeutig, was er verkauft, oder? Hast du was Interessantes für mich? Hier was zum Umschnallen, ja, und hier... Was ist das, eine Waffe? Verstopfungen sind so 2075. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. So, nachdem wir auch hier im Sexshop waren, hole ich mir meine Belohnung vom Ripper-Doc ab. Das ist unglaublich. Warte mal, wie viel Geld hatten mir die Dame gegeben? Achso, ein Level-Up habe ich auch erhalten. Dann gehen wir doch mal hier in Reflexe. So. Kann ich jetzt eigentlich bei Klingen irgendwann... Nee, immer noch nicht. Wir haben immer noch vier. Wir haben jetzt sogar schon 4 Punkte. Ich muss die langsam mal ausgeben. Was ist denn das hier? Gar nichts. Ich muss die langsam mal ausgeben. Sonst wird das nichts. Aber ohne trainieren wird das auch nichts. So, wir holen uns unsere Belohnung beim Ripper-Doc ab. Nachdem wir im Sexshop waren. Dumm. Jetzt will mich schon wieder einer. Was ist zum Henker? Achso. Nach vorne gucken. So, Nachrichten öffnen. So, wer hat mich denn jetzt hier? Das Bartmus-Kollektiv. Die beste Waffe gegen Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Was wollen die eigentlich von mir? So, Wakako hat besondere Belohnung. Ich krieg ein Tattoo? Okay. Holen wir uns ein Tattoo ab. Was haben wir hier noch? Vergiss nicht, wie Müßigkeit ist aller Laster anfangen. Ah, ja, alles klar, Fräulein Floskel. Wer ist Coach Fred? Ach so, das sind hier die komischen Kabukis. So, ich will meine Belohnung. Wie ich meine Belohnung abhole, das seht ihr beim nächsten Mal, weil hier ist erstmal wieder Aufnahmestopp. Bis dann, euer müßiggehender Mr. Fleck. Tschüssi!